So einfach kann es sein. Warensicherungsetiketten machen es den Dieben in Geschäften schwer. Dann muss das ja auch im Landeskriminalamt klappen, dachte das LKA und wollte so endlich den Klopapierdieb in den eigenen Reihen ertappen. Kleine RFID-Chips wurden gekauft, eine versteckte Schleuse installiert. Fast 5000 Euro gab das LKA dafür aus. Ich halte es definitiv nicht für lustig, dass hier Steuermittel eingesetzt werden in doch immerhin einer vierstelligen Höhe, die dann in der Konsequenz in einem Zeitraum von 2,5 Jahren circa nicht einmal zum Einsatz kommen und das weiterhin behauptet wird, das wäre ein sinnvolles Ermittlungsinstrument. Schon eine versteckte Kamera konnte den Dieb nicht identifizieren. Kaum war sie wieder verschwunden, schlug der Papierräuber wieder zu. Nachdem auch die Chips keinen Erfolg brachten, erklärte das LKA schnell, das System sei für weitere Fälle dringend erforderlich. Doch das stimmt nicht. Die Chips wurden bisher allein für die Klopapier-Diebjagd eingesetzt. Das System verstaubt im LKA. Es klingt geradezu lächerlich, aber man muss schon sagen, wenn fast 5000 Euro brutto aus dem Fenster geworfen werden, um Überwachungstechnik für ungefähr 100 Euro Warenwert an Klopapier anzuschaffen, dann ist das etwas, was den Steuerzahler ärgern muss. Dann ist das auch etwas, wo Politik nachfragen muss, wie sich Verwaltungshandeln verselbstständigt. Vielleicht hätte das LKA ja noch etwas von den Geschäften lernen können. Hier denkt niemand daran, Klopapier extra zu sichern, schon gar nicht mit RFID-Chips.